Hallo Freunde, schon seit ein paar Wochen kribbelt es mich förmlich in den Fingern, mal wieder ein MMO anzupacken und mich so richtig in so ein Rollenspiel zu stürzen. Das Problem dabei ist nur, ja, World of Warcraft kommt zwar demnächst ein neues Add-on raus, aber nach einigen Jahren dort und vielen, vielen Raids, muss ich sagen, habe ich das irgendwie totgespielt. Ich kann mich nicht mehr so wirklich dafür begeistern. Ganz oben auf meiner Wunschliste steht EverQuest Next. Da melde ich mich zwar jede Woche für die Beta an, kriege jedes Mal die freundliche Meldung, du hast dich schon lange angemeldet. Ich weiß, es ist toll, aber wart doch einfach noch ein bisschen, wir melden uns. Irgendwie wird daraus nichts, da läuft noch die Sache mit Landmark, die sind da scheinbar noch dabei, das Landschaftszeug zu testen, wie man das am besten aufbaut und so weiter. Bleiben eigentlich noch ein paar Free-to-Play-Titel übrig. Terra wäre eine andere super Alternative gewesen, aber da ich zurzeit ein bisschen angefixt bin durch Elite Dangerous und Space Engineers, bin ich so ein bisschen auf dem Weltraumtrip nach wie vor. Und dann dachte ich mir, ich kram mal wieder meinen Star Wars Account aus und habe freudig festgestellt, da gibt es eine ganze Menge Neues und ich habe immer noch nicht alle Sachen durchgespielt, also probieren wir mal wieder was aus. Und ich dachte mir, da nehme ich euch mit. Wie gesagt, ist Free to Play. Auf die Einschränkungen und so weiter gehen wir nach und nach ein. Falls ihr aber Lust habt, da mitzumachen, schreibt mich einfach an nach dem Server und so weiter, dann kriegen wir das schon irgendwie geregelt. Alles klar, als allererstes sollten wir uns allerdings einen Charakter erstellen. Und dann bleibt natürlich die Frage, auf welcher Seite wir spielen. Sind wir auf der Seite der Republik? Im Prinzip für das heilige Licht und die Helden des Weltalls und so weiter und so fort, kennen wir irgendwie schon, Jedis und so weiter und so fort. Oder sind wir auf der Seite des Imperiums? Sith sind ja eine tolle Sache und hey, auf der dunklen Seite gibt's Kekse. Da bin ich mir nie so ganz sicher. Bei der dunklen Seite habe ich immer das Gefühl, es ist so alles erzwungen, dunkel und böse und fies und man muss einfach jeden ja, ermorden, links und rechts die Leute abknallen. Auf der Lichtseite ist alles auf der anderen Seite ein bisschen verhätschelt und glücklich. Manchmal. Ich habe die Erfahrung gemacht, hier gibt es das schönere Rollenspiel. Da ist die Story ein bisschen besser. Versteht mich nicht falsch, die Story aller Klassen und aller Charaktere ist absolut großartig. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mal bei der Republik an. Wenn ihr lieber einen Imperialen sehen wollt, schreibt mir das in die Kommentare, dann erstelle ich noch einen Imperialen, dann können wir die vielleicht parallel machen oder wir wechseln oder ja, mal sehen. Uns fällt da was ein. Wir fangen heute mal an bei der Republik. Da hätten wir vier verschiedene Klassen. Wir können Jedi Ritter sein. Das kennt ihr vielleicht aus Clone Wars. Obi-Wan ist im Prinzip am Anfang ein Jedi Ritter. Anakin Skywalker ist auch ein Jedi Ritter. Die tragen so ein bisschen die Stormtrooper-Uniform. Und ja, Jedis halt, Lichtschwert, Wusch-Wusch und Machtgefummel. Dann gibt es die Jedi-Botschafter, die tragen eher so diplomatische Roben, so ein bisschen Mace Windu oder Yoda. Wie gesagt, hauptsächlich Diplomatie. Die haben zwar auch Lichtschwerter und so ein Kram, aber die verlassen sich noch viel mehr auf die Macht, als das ein Jedi-Ritter tun würde. Als nächste Möglichkeit hätten wir einen Schmuggler. Das ist so ein bisschen Han Solo. Ja, man kann es kaum anders sagen. Schurke durch und durch, schmuggeln die Ware von Planet zu Planet. Die ganze Galaxis ist ja hier im Kriegszustand. Republik und Imperium gingen sich gegenseitig an die Gurgel. Und viele kriegsgebeutelte Planeten haben Versorgungsschwierigkeiten. Da sind diese Glücksritter natürlich herzlich willkommen. Die machen ein Vermögen damit. Waffen, Nahrungsmittel, Medikamente und alles Mögliche auf Planeten und von Planeten runter zu schmuggeln. Zu guter Letzt, wo Krieg ist, gibt es auch Soldaten. Der republikanische Soldat ist so ein bisschen das Sturmschwein. Klassisch mit dem Lasergewehr und mit der Rüstung in einer Befehlskette. Und ja, wird eine Menge Spaß machen, sowas zu spielen. Ich bin mir nie so ganz sicher, was ich als nächstes spielen sollte. Ich muss aber sagen, ja, irgendwie erwarte ich ja, jeder will einen Jedi sehen. Aber wisst ihr was? Jeder, der dieses Spiel ausprobiert, macht als erstes einen Jedi. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann sie nicht mehr sehen. Ich glaube, ich habe inzwischen schon 15 Botschafter hochgespielt. Drei Jedi-Ritter. Allerdings habe ich nur einen Schmuggler und der ist Mitte 30 irgendwo hängen geblieben. Und das ist inzwischen wirklich lange her. Ich glaube, 2, 3 Jahre.
Ja, ich war direkt bei Veröffentlichung dabei hier. Wir probieren das jetzt einfach mal aus mit einem Schmuggler. Einen Soldaten habe ich nie weit gebracht. Das gefällt mir irgendwie nicht so ganz mit dem streng militärischen, mit der Befehlskette und so weiter und so fort. Nee, dann lieber Glücksritter, Freigeist hier. Das machen wir. Schmuggler. Supi. Wir haben einige Klassen zur Auswahl. Wir können Mensch spielen. Twi'lek, das ist speziell freigeschaltet durch Abo bzw. durch In-Game-Shop-Geschichten. Wir könnten einen Cyborg spielen. Ich zeige euch die gerade mal ein bisschen. Also Menschen. Mein Gott, schaut in den Spiegel. Twi'lek, das sind die Kopfdinger mit den Würsten hinten am Kopf. Ja, ich weiß, tut mir leid an alle Star Wars-Fans. Ich bin nicht so tief im Universum drin. Ich habe einfach Spaß an einem schönen Spiel. Ich genieße die Filme und also die meisten jedenfalls. Und ja, macht einfach Spaß. Dann gibt es Cyborgs. Die sind im Prinzip wie Menschen, nur dass die noch so kybernetische Bauteile drin haben. Cyborgs eben. Macht spieltechnisch aber praktisch keinen Unterschied. Dann haben wir Sabraks. Das sind im Prinzip, ja, wer Star Wars Episode 1 gesehen hat, Darth Maul ist ein Sabrak. Das sind die mit den lustigen Hörnern auf dem Kopf. Dann haben wir Mirilaner. Die sind zwar so grün wie der Hulk, aber lange nicht so stark. Ich weiß nicht. Für mich sehen die ein bisschen seekrank aus. Im Prinzip grün geschminkte Menschen. Finde ich jetzt nicht so pralle. Und dann gibt es hier Katar. Die muss man freischalten durch den Ingame-Shop. Und ich glaube, auf Katars haben die wenigsten von Anfang an Zugriff, es sei denn, sie stecken da echtes Geld rein. Und dann würde ich sagen, wir spielen Katar. Weil es nicht jeder hat. Ich sehe es schon kommen. Wir loggen gleich ein und dann steht 12 Katars um uns rum. Aber dann mache ich einen neuen Charakter. Gut, Männlein oder Weiblein, das ist jetzt die Frage. Bei Skyrim hatten wir ein Männchen gespielt, Ragen. Das heißt, ja, diesmal machen wir ein Ich nehme Weibchen. von niemandem Befehle entgegen. So soll es sein. Alles klar. Dann haben wir hier verschiedenste Möglichkeiten, das alles einzustellen. Ich gehe erstmal mit allem auf die 1. Das ist im Prinzip Standard. Wir können den Körperbau wählen. Das ist so Marke Valkyrie, würde ich sagen. Passt aber nicht so ganz zu einem Katar, würde ich sagen. Und ja, für die Zwergenfreunde ein wenig untersetzt, aber immer noch ganz schick anzuschauen, finde ich. Ja, Durchschnitt, schmächtig. Ich finde, der Körperbau sagt ja schon mal viel über den Charakter aus, über die Art, wie man spielen möchte, über das Rollenspiel, das man macht und so weiter. Ich finde, ein Schmuggler muss körperlich nicht wahnsinnig gut sein, anders als Soldaten. Also bei einem Soldat stelle ich mir so einen Körperbau schon vor. Die trainieren Tag und Nacht und sind ständig in Kampfeinsätzen. Ein Schmuggler ist die meiste Zeit hinter dem Steuerknüppel seines Raumschiffs und muss hauptsächlich Gedankenarbeit leisten und charmant sein und Leute um den Finger wickeln können. Also würde ich sagen, eins von diesen beiden hier. Wisst ihr was? Unser Katar hat so eine kleine körperliche Schwäche. Wir machen die mal ein bisschen dürr. Gut, dann haben wir hier verschiedene Kopfmöglichkeiten. Ja, was nimmt man da am besten? Das sieht doch eigentlich gar nicht so doof aus. Nehmen wir so. Narben. Ja, ich weiß nicht. Das ist so Game of Thrones. Bluthund. Leicht verbrüht auf der einen Seite. Narben können natürlich rollenspielerisch eine tolle Geschichte erzählen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, jeder verwegene Held muss eine Narbe haben. Und deshalb bin ich kein großer Freund von Narben. Das heißt, auf der anderen Seite, man ist vielleicht clever genug, sich aus Ärger rauszuhalten und kriegt nichts ab. Vielleicht bringt es uns ja Glück. Gut, dann können wir ein Tor einstellen, das heißt, so ein bisschen die Helligkeit. Gut, ich will mich da ehrlich gesagt auch gar nicht so wahnsinnig lange aufhalten jetzt. Ich glaube, ich klicke mir da gerade mal irgendwas zusammen. Dann Augenfarbe. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass das runde Pupillen sind und nicht so Katzenaugen. Aber ich finde eine Katze mit grünen Augen, das passt eigentlich ganz gut. So, dann haben wir hier natürlich Muster auf dem Fell. Ui, die drei merken wir uns mal vor.
Also ein bisschen Tiger ist auch nicht schlecht. Das ist irgendwie ein bisschen wenig. Wenn wir schon Muster haben, dann bitte anständig. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Okay, die 3 war ganz schick, hat aber ein bisschen was von einem Reh. Wie wäre es denn so mit ein bisschen getigert? Nicht zu viel und ja, das nehmen wir mal so. Dann können wir denen natürlich noch Haare geben. Jetzt könnt ihr sagen, klar, die tragen Fell am ganzen Körper, aber da geht noch ein bisschen mehr. In verschiedenste Richtungen. Großartiger Unterschied. Nö, nö. Nö. Na toll, da ist das Clipping schon eingebaut. Nee, das ist nix. Ich glaube, da gefällt mir das irgendwie noch fast am besten. Ja, vom Gesamteindruck ist das, denke ich, ganz okay. Alles klar, dann hätten wir noch verschiedenste Haarfarben. Allerdings wüsste ich nicht, warum sich die Kopfhaare so arg von der Fellfarbe unterscheiden sollten. Wir werden da wohl irgendwas wählen, was sich so ein bisschen anpasst. Also entweder passen wir das an die Farbe der Musterung an. Das wäre dann vielleicht sowas. Untere Gesichtsfarbe, aber dann, na, das sieht irgendwie nichts aus. Wahr. Oder wir nehmen mit sowas Rötliches, aber das ist vielleicht zu rot. Gut, wir nehmen mal hier die 3, passen das den Musterungsfarben an. Gut, dann, ach, die Fellfarbe können wir zu guter Letzt auch noch einstellen. Das ist hier irgendwie edel. Hm. Auch vielleicht ein bisschen zu hell. Ich glaube, das machen wir mal so. Na, das sieht doch gar nicht so doof aus. So, falls ihr euch fragt, was diese Schlösser hier am Rand sind. Man kann Charaktere auch zufällig generieren. Und wenn man dann etwas gefunden hat, das einem gefällt oder das einem wichtig ist, macht man ein Schloss hin, dann wird das vom Zufallsgenerator nicht verändert. Dafür sind diese Dinger da. Alles klar, jetzt kommt der schwierigste Teil. Man muss sich einen Namen überlegen. Man kann natürlich auch den Namensgenerator bemühen. Allerdings muss ich sagen, die meisten Namen hier sind bereits vergeben. Auch die aus dem Zufallsgenerator, weil einfach zu viele Charaktere erstellt wurden. Das heißt, für euch keine Unterbrechung, für mich jetzt mal eine kurze, kurze Unterbrechung, bis ich einen Namen gefunden habe, der passt. Da habe ich eine schlaue Liste und die muss ich kurz rauskramen. Bis gleich. Das war einfach. Mit dem 4. Namen der Liste ging das schon alles ganz gut. So, jetzt gleich nicht wundern. Ich werde jetzt den Originalsound ausmachen, sonst kriege ich nämlich Probleme mit LucasArts, mit Disney, mit YouTube und allen möglichen anderen Leuten.
Halt auf, mein Schiff zu zerballern, das habe ich eben erst geblickt. Den schon sehen. Wer sich im Gesicht tätowieren lässt, der kann ja nicht ganz dicht sein. Na, nochmal gerade so eingehalten. Das war gekonnt, das war geplant. Das war kein Zufall. Da ist er ja. Oh, ich kann nicht glauben, dass ihr es durch den Schießstand der Separatisten geschafft habt, Captain. Ach, Kinderspiel. Euer Schiff hat nicht einmal einen Kratzer. Es braucht Mut, mitten in einem Schlachtfeld zu landen. Nettes Manöver. Ja, wie du sehen kannst, ich trage noch meinen Schlafanzug. Ich bin eben erst aus dem Bett gefallen. Sowas mache ich doch als leichteste Übung. Alles klar, wir sehen hier schon mal so ein bisschen, das ganze Spiel ist komplett synchronisiert, ist eine richtig feine Sache. Den Chat blende ich mal eben aus, dann stört er mich, wenn ich mit der Maus drüber gehe. Auf Augment Hell sind zurzeit 33 Spieler. Dass ich schon 10 Briefe in meinem Postfach habe, ignorieren wir einfach mal. Ich werde gleich noch das ganze Interface und so weiter einstellen. Werde ich aber wahrscheinlich offscreen machen. Ja, wir haben hier, wie gesagt, jetzt die Möglichkeit, auf seinen Anspruch zu reagieren. Und je nachdem, wie wir reagieren, entwickelt sich das Gespräch fort. Das heißt, jeder Spieler kann was anderes auswählen und dann wird sich das alles ein bisschen unterschiedlich entwickeln und es gibt unterschiedliche Belohnungen dafür. Das ist ein weit verzweigtes Baumsystem und ja, mal sehen, auf welchem Ast wir letzten Endes landen. Wie gesagt, wir könnten sagen, wir hassen den Planeten jetzt schon. Ja, abladen und wir machen uns wieder davon. Schlachtfeld, ich habe gar nicht gemerkt, dass hier was ist. Gähn. Oder, ja, das war einfach. Kein Problem. Bei meinen blitzschnellen Reflexen und dem perfekten Timing. So sieht es aus. Es war offensichtlich nicht das erste Mal, dass auf euch geschossen wurde. Willst du vielleicht was andeuten? Möchtest du vielleicht schießen? Kein Problem, probier's nur. Mein Name ist Skavak. Ich hole die Blaster in eurem Frachtraum ab. Entschuldigt die Eile, aber ich muss hier schnell verschwinden. Dieses Dorf war einmal sicher, aber die Separatisten übernehmen es langsam. An eurer Stelle würde ich versuchen, hier so schnell wie möglich abzuhauen. Ich bin eben erst angekommen. Na, dann mach mal hin. Je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Hört sich an, als kämen die Bomben näher. Die Separatisten werden jeden Moment über uns sein. Hier ist eure Bezahlung für die Lieferung, Captain. Ihr könnt los, sobald ich die Blaster habe. Spitze. Skavak, wir haben ein großes Problem. Die Separatisten haben die Luftabwehrkanone erobert. Langsam, Corso. Wovon sprichst du? Sie haben hier so eine Art Fernsteuerstation platziert und die Zielcomputer der Kanone gehackt. Die verdammten Separatisten haben gerade einen republikanischen Frachter zerstört, der auf dem Weg hierher war. Okay, und? Warum sollte ich mich darüber aufregen? Versteht ihr nicht? Die Separatisten können jedes Raumschiff angreifen, das hierher kommt oder von hier weg will. Mit diesen Fernsteuerstationen können die Separatisten den Computer der Luftabwehrkanone überbrücken und ihre Feuerkraft jederzeit gegen uns einsetzen. Das ist gar nicht gut, Captain. Die Separatisten werden euch abschießen, bevor ihr überhaupt an Flucht denken könnt. Die Separatisten haben überall in der Gegend Fernsteuerstationen. Ihr werdet wahrscheinlich mehrere treffen müssen, damit sie die Kontrolle über die Kanone verlieren. Moment, ihr wollt mich jetzt losschicken, eure Probleme zu lösen? Ich werde auf jeden Fall nicht ausreichend bezahlt. Ich sollte für meine Heldentaten einen Aufschlag verlangen. Viel Glück. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Gehen wir, Corso. Wir haben keine Zeit mehr. Also macht ihr das jetzt doch gut, dann warte ich in der Küche meines Raumschiffs. Na gut, ich würde sagen, das war jetzt erstmal Episode 1. Wir haben Charakter erstellt und sind angekommen auf dem Stadtplaneten. Und jetzt muss ich dann erstmal das Interface einstellen. So ist es nämlich unspielbar. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode mit fertigem Display und alles angepasst. Also, wenn ihr wollt, dann morgen, nächste Episode. Bis dahin, macht's gut, haltet ihr uns steif. Ciao, Freunde.